Moin, Servus und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir wollen heute in London noch ein bisschen Unsinn tun. Wir haben hier noch zwei Weltereignisse irgendwie. Bei dem einen geht es darum, eine Band wieder zusammenzuführen. Da haben wir schon eine Musikerin geholt. Und bei dem anderen Ereignis geht es um irgendeinen, ich weiß nicht, um irgendeinen reichen Bürger, eine Artefaktsammler. Irgend sowas. Dann haben wir auch noch unsere tollen Schatzkarten, die wir heute mal abrubbeln wollen, die hier von London, die das ist halt irgendwo an einem Aquädukt. Oh, wenn ich mir das so angucke, das sieht aus wie am Ende vom Aquädukt. Und da sind wir ja. Wir wollten dann sowieso noch mal hier hoch zu diesem See. Ja, das Aquädukt läuft ja eindeutig aus London raus. Und da ist auf der rechten Seite auf der Karte stand das eine kleine Ruine. Dann könnte das hier irgendwo sein. Ah, ich dachte, es wäre irgendwo in London. Muss aber gar nicht sein, vielleicht. Ja, auf der rechten Seite hinterm Aquädukt. Und Bäume, sind da auch Bäume? Ja, das könnte schon eine schlecht gezeichnete Karte sein und dann könnte das dort sein. Das werden wir nachher herausfinden. Wir müssen mal gucken. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine Musikerin von dieser Quest irgendwo in der Nähe von der Quest. Ich glaube an der Paulskirche oder so hat die irgendwo Musik gemacht. Auf jeden Fall. Da wollten wir hin. So, da haben wir hier noch so ein lustiges Artefakt. Ich befürchte, das ist das Tattoo. Das dann irgendwie hier drüben hinflattert zu einem Haus oder so. Da müssen wir mal gucken. Damit fangen wir am besten an. Das dürfte das Hässlichste sein. Ja, und diese Quest mit dem, ich glaube, es war ein Artefaktsammler, auch der römische Artefakte gesammelt hat. Maximilianus oder so hat er sich, glaube ich, genannt. Die war ja verbuggt, ne, weil ich ja einen Schlüssel einfach für die Tür nicht aufheben konnte. Deswegen dachte ich ja, das hat irgendwas mit einer Story-Quest in London zu tun. Aber die Story in London haben wir durch. Oh, hi, wer seid ihr denn? Oh, dann wäre ich hier mit Fässern beworfen, ich weiß nicht. Hey, boah, lauf! Klar, warum nicht? So viel Zeit muss sein hier auf der Flucht. Sondern klettern wir einfach mal hier hoch. Hoch, meinte ich, Alvor. Weißt du, so mit hoch, weg von den Gegnern. Und dann komme ich hier auch direkt beim Tattoo raus. Ich glaube, hier dieser Birkenast. Oder der horizontal wachsende Birkenbaum. Ja, genau. Da haben wir es schon. Eins, Hops 2, weiter, weiter, weiter hier. Ja, weiter. Und dann hier in diesem Baum oder wo wollen wir hin? Ja. Weiter schwingen. Oh ja, das war gut, das war gut. Sind wir vor dem Zettel? Nee, sind wir nicht. Wir sind ganz dicht dran, wir sind ganz dicht dran, ganz dicht. Hopp. Hier hoch. Und einsammeln. Nice. Okay. Puh. Damit haben wir alle Artefakte in London. Ist doch auch schon mal schön. So, wo gehen wir denn zuerst hin? Hier drüben vielleicht. Ist, glaube ich, ein bisschen dichter. Wo ist meine Markierung? Unsichtbar. Laufe ich überhaupt irgendwie in die richtige Richtung? Ja, ich muss nur weiter nach links. Ich habe meine Markierung halt nicht gesehen. Sondern müssen wir mal schauen. Ich glaube,
Da gab es ja irgendwo Hinweise, ne? Irgendwie hat sich jemand drüber unterhalten oder da lag ein Schriftstück oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird man uns da nicht hinweislos zurücklassen, vermute ich. Da, das kennen wir schon. Ja, ist ganz schrecklich, die Band. Aber hier müsste doch eine schon sein. Wir haben doch schon eine hier hingeschickt, oder nicht? Ist sie noch gar nicht hier angekommen? Okay, Cinewolf ist im Knast. Kit hat eine Nonne beim Almosensammeln gesehen. Und Isane spielt hier noch irgendwo, ne? Und ich glaube, Isane habe ich schon eingesammelt. Die waren nämlich hier irgendwie auf dem Platz oder da hinten an der Kirche oder so, ich weiß nicht. So, da müssen wir mal gucken, im Knast. Die Krepeltorfeste wahrscheinlich, ne? Da müssen wir mal gucken, ob da irgendein singender Gefangener ist. Sie ist ja trällerte im Käfig der Wachen. Ja, da haben wir ihn doch schon. Ist er da unten direkt drin? Ach, das kann ich nicht von hier aus öffnen, ne? Bei Ghost Recon könnte ich einfach die Tür aufschießen. So, da sind zwei Wachen. Oh Gott, Alvor. Ja, perfekt. Oh, du schon wieder. Upsi. Okay. Er lässt sich ja natürlich von nichts. Okay, er ist auf jeden Fall der lauteste Gefangene der Welt. Wissen Sie, wo ich bin? Den kann ich zerstampfen. Nicht mehr. Ich dachte, er holt da erst raus. So, von irgendwo wäre ich hier trotzdem noch beschossen. Pitiful Nisi!
Immer noch einer. Von wo? Von ganz da hinten. Hat er nicht schon die Schnauze voll? Ist da noch einer? Lol. So, da guckt noch einer rum. Kugel ich mich durch den auch noch durch. Ja, ehe ich hier lange im Busch rumhocke. Ich meine, jetzt habe ich hier schon die halbe Festung verprügelt. So, wer ist hier diese? Truth and love have been shackled by these dogs of the regime. Justice will be served and my tale will be told. Isn't it? Kid? Ja, welcher ist denn das, der spricht? Der hier? My thanks. Sehr gerne. Gar kein Problem. Das Schlimme ist, das haben wir auch schon mal gemacht, ne? Ich habe die hier schon mal alle rausgelassen. So, ist einer von euch Dings? Nein? Hängt der vielleicht hier oben irgendwo in einem Einzelzellen-Dings? Es wird hier der Gefesselte sein, denke ich. Der Einzige, der halt nicht wegrennen kann. Und deswegen unserer Gnade ausgeliefert ist. You disagree with the terms of your captivity. If love be a crime, then yes I do. But I'm only guilty of such a boon. Me, Keena Wolf of the Gleeman. I see. And whose wife did you bet? Oh, the guard captains. And the old wife Luga. And Isene's muse. But... who am I to deny women my company? Hmm? A scoundrel and a poor friend. That may be so, but this scoundrel will play naught but the sweetest music for his freedom. You understand? I, Keena Wolf, have been freed from my bondage and am eternally in your debt. Make good use of your freedom, then. Apologize to your friends and stay out of trouble. Okay. Wir haben schon mal frei. So, jetzt müssen wir noch die almosensuchende Nonne finden. Das heißt, an irgendeinem Ort, wo viele Leute vorbeikommen, natürlich. Und den wir aber noch nicht abgeklappert haben. Wir könnten... Das ist ja alles in der Nähe von dem Ding hier, ne? Also zum Beispiel das Tor. Das wäre so ein Ort... wo richtig viele Leute durchkommen, wo man sich hinsetzen kann, wo man um Almosen bittet. Ne? Also Tore, Marktplätze vor Tempeln und Kirchen. Ne? Das sind halt so die belebten Orte. In welche Richtung will ich denn? Hier durch den Turm durch eigentlich einmal, ne? Okay, jetzt konnte ich natürlich genau sehen, wo da hinter die Mauer ist. Auf den ganzen Marktplätzen und so waren wir schon. Da ist uns halt niemand aufgefallen, deswegen würde ich jetzt als nächstes die Tore abklappern. Ist das jetzt schon das Tor? Da ist eine Brücke auf jeden Fall, ja. Aber hier ist halt auch nicht viel los. Na, doch. Guck mal, hier Publikumsverkehr. Isane? Habe ich gerade Isane gehört? Du? Nee. Hier ist jemand, mit dem ich reden kann.
This is not the first time I've heard a skull sing through tears. It's my beloved Ostrid. She loves me no more. Thus my quill stays dry. No poetry falling from its once proud beak. Can you only write verse when you're in love? Surely. I've not written a ballad about God since I was a girl. Only love moves my heart. Some of the best verses I have ever heard were thrown in battles of wit and rhyme, not lovesick crowing. Oh, I have never seen such a battle. Please, enlighten me. Gedicht über Frühstück. Nee. In our battles for glory and blood, we do sing and give praise to the High One, for Odin is king. And we beg that the High One will give us his nod, that we someday might dine alongside our war god. Yes. Yes, I see the bricks of this verse. Fight, knight, brawl, Valhall... No. Odin's hall. Get me my quill. I should like to hear what music you write. Will you perform it somewhere? If I can get Keenewolf's bastardly face to help me with this meter. But you will have my thanks in this performance regardless. Und so ist Lorok entstanden. Ja, ich wollte gerade sagen, da drüben geht's hin. Wir folgen ihr mal. Essen unterwegs noch ein bisschen was. Und schauen mal, ob sie da auf einem dieser Stühle Platz nimmt oder was da jetzt passiert. Und da müssen wir vielleicht noch Nummer 3 finden. Hi. Die macht halt irgendwo in der Stadt Musik Nummer 3 und ich meine, die haben wir schon eingesammelt. Guck mal da, alle sind total happy. Ach, da drüben stehen die. This new material doesn't hold a flame to the intensity of Isane's older work. No, da sind sie wieder Fans. Wir wollen was Neues. Oh, das hat nichts mit der Original-IP zu tun. Wir wollen was Altes. Oh, ihr macht immer dasselbe. This new material doesn't hold a flame to the intensity of Isane's older work. Zeit für ein Screenshot. Sorry, muss jetzt sein. So, passiert jetzt noch was? Ist die Quest abgeschlossen? Achso, ich muss hier mit irgendjemandem. Ah. Come one, come all! Friends, fans, lovers! You demanded our reunion and thus God has gifted our merry trio with just such an assembly! With fresh poems bestowed on me by a new muse. One with a heart of a warrior and eyes of frost. And two, three. Hear me, friends and fighters. Come one and come all. May we meet up once more inside Odin's great hall. Oh. Oh, das reicht schon für Fertigkeitspunkte. Das ist doch wunderschön. Und dann haben wir hier alles bis auf dieses eine Rätsel abgeschlossen in Landen. Und der Schatz zählt also gar nicht mehr dazu. So, und jetzt müsste ich mir eigentlich mal Gedanken machen, was wir noch an Skills haben wollen. Niederschlag. Nee. Schlachtfeldeinäscherung. Nee. Schrecken. Hey, ich wollte doch hier eigentlich schrecken. Habe ich das noch nicht? Cool. Dann kann ich das noch ein bisschen rausschieben. Okay. Da habe ich schon Essen gesehen. Das werden wir uns gleich schnappen. Und dann müssen wir hier hinterm Pferdehändler noch zum... Ich
glaube, er hat sich Maximus oder sowas als Namen ausgesucht. Irgendwas Merkwürdiges, was irgendwie römisch klingt und nicht unbedingt römisch ist. Ich lauf. Nee, da rechts ist der Pferdehändler. Ich lauf richtig. Aus Versehen richtig gelaufen. So, und hier liegt ja eigentlich, ne, der Schlüssel. Haben wir gelernt? Genau, auf diesem Hocker. Tut er aber nicht. Da ist nur dieser blöde Kerzenhalter. Und da ist es entweder verbuggt oder hängt halt wirklich mit einer ganz anderen Quest zusammen. Geschäftsvermerk. Du befindest dich auf dem Anwesen von des Maximilians, sag ich doch, von Londinium, dem wichtigsten Sammler antiker Schätze der Stadt. Egal, was dieser verwirrte Octavian behauptet, ich werde am morgigen Abend in meine Villa zurückkehren. Alle Anfragen können in meinem Postfach hinterlassen werden. Ah, vielleicht muss ich da echt mit Octavian reden. Das Museum wollte ich ja eh bald bauen. Ich schätze mal, vorher wird er nicht mit uns reden, oder? Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal aufs Aquädukt. Genauer genommen zum Ende vom Aquädukt, ne? Da wollte ich hier anfangen und dann wollte ich mir hier noch, weil uns hier noch ein bisschen was fehlt, diesen See mal angucken. Kann ich mir Reittier rufen, jener Straße folgen und dann zur Kartenmarkierung einfach reiten. Ganz unauffällig. Vielleicht setze ich mal unterwegs auch eine Kapuze auf, damit ich nicht ganz so schnell von den Wachen erkannt werde. Und dann habe ich halt keine Chance, mich hier großartig zu verlaufen, weil das Pferd alles für mich macht. Damit sind wir, glaube ich, alle ganz einverstanden, oder? So, Ivor, ich glaube, wir sind außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Du kannst ein bisschen aufs Tempo drücken. Und ich kann die Kapuze absetzen. So, halte ich unterwegs für Essen an, wenn mir hier am Wegesrand was begegnet? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, beinahe niedergeritten. Oh, da sind wir schon. Es ging schneller als gedacht tatsächlich. Die Jungs hier machen auch brav Platz. Hier gibt es Schafe. So, dann schauen wir uns mal um. Da ist eine Ruine. Könnte das das Richtige sein hier? Sieht es aus wie auf dem Bild? Also das Einzige... Das auf dem Bild sah es halt so aus, ne, als wenn auf einer Karte das Aquädukt abgeschnitten wäre einfach, also die Karte zu Ende, und auf der anderen Seite aber das Aquädukt zu Ende. Und jetzt müssen wir hier suchen. Ach, guckt mal. Das ist, glaube ich, der Schatz, ne? Entwurf, Speki-Symbol. Das ist der Schatz gewesen. Das Spiel gibt mir da leider kein vernünftiges Feedback. Das einzige Feedback, das wir bekommen, ist, dass sich die Karte hier im Inventar auflöst. Und ja, hat sie. So, da müssen wir jetzt noch den Schatz von Oxenforger finden. Und ich vermute wirklich, irgendwo hier drüben. Da gibt es keine ausgetrockneten Flussläufe mehr. Also kommen wir vielleicht doch wieder zur Brunnentheorie zurück. Ich weiß nicht. Ich werde mich mal hier einfach mitten reinstellen und dann gucken wir mal nach einer kleinen Ruine oder sowas von da aus. Es scheint hier so ein Hügel hochzugehen und das scheint so ziemlich
die Hügeloberseite zu sein. Achso, vorher wollen wir natürlich hier nochmal hochschauen. So, den Schatz hätten wir also gefunden. Dann geht's jetzt weiter. Hier hoch zum lustigen See. Es müsste doch eigentlich da drüben die... Ja, da haben wir schon das Aquädukt. Nee, warte, das ist das falsche Ende vom Aquädukt. Da in die Richtung müssen wir. Ah. Gab's hier nicht... Hatte ich hier nicht irgendwo Himbeeren erspäht? Da hatte ich Himbeeren erspäht. So, da haben wir wieder ein bisschen was zu essen. Und dann fehlen uns hier absolut viele Artefakte noch. Ich weiß nicht, ob Maximilian von Londinium die alle irgendwo hortet oder was da los ist. Oder ob der uns einen Hinweis wenigstens drauf gibt, wo die sind. Vielleicht können wir die noch gar nicht erholen. Was fehlt uns denn noch? Reichtümer haben wir alle. Rätsel haben wir. Davon ist eins der Wolf. Auf jeden Fall, das wissen wir. Und das zweite... Keine Ahnung. Ich bin eigentlich der Meinung, ich war überall. In Linford waren wir auch. Zählt der Schatz als Rätsel? Ich glaube nicht, ne? Hatten wir festgestellt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Toll. So. Da haben wir ihn also. Den vielleicht einzigen künstlichen Wasserfall hier im Spiel. Sieht gut aus. Gleich mal hoch. Ach, schön auch, wie das Wasser hier an dieser hervorragenden Stufe zerstäubt. Das ist echt eine coole Sache. Gefällt mir. Ist schön gemacht, sieht gut aus. Haben wir diesen fetten See. Und da hinten, das sieht nach einer Anomalie aus, ne? Ja. Aber macht's wieder umständlich. Mit. So, Proviant ist voll. Sehr gut. So, dann schauen wir uns das Ding noch mal an. Signals flickering. Another anomaly? Yeah. Are you losing touch with me when I find these? Yeah, unfortunately. For a few minutes at a time. Damn. Try to stay with me if you can. I need you to hear these. Okay. Schauen wir uns das Ganze noch mal an. Rechts haben wir irgendwie so eine lustige Strahlenkanone. Und da hinten den hellblauen, ist der hellblaue Würfel stabil? Ich weiß es nicht. Oh,
Hier ruckelt's ein bisschen. Warum? Nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert gerade. Ach, du stabilisierst schon diesen Würfel. Das heißt, müssen wir den grauen Würfel da drum stabilisieren? Ich weiß gar nicht, wo hier das Problem liegt. So, den können wir doch benutzen. Ah, hier liegt das Problem, okay. So, dann müssen wir hier diesen... Wow, oh, sie ist neben die Kante gesprungen. Wunderbar. Okay, wir sollen also offensichtlich hier runter. So, eine Kanone kommen wir nicht ran, also wir müssen hier diesen Spiegel irgendwie neu ausrichten, ne? Und zwar so, denke ich mir. Und dann können wir hier drunter lang rennen. Und am Wasserfall lang, auch sehr schön. So, Leila, erzähl doch mal. Wahrscheinlich wollen wir eher das hier benutzen, oder? Wie ist denn das? Ich kann hier nicht rückwärts. Okay. Aber da das Ding zu stabilisieren, bringt uns natürlich gar nichts. Also schieben wir lieber das hier in den Strahl rein. Geht nicht. Na doch, ich kann das einfach hier so. Ja, du reflektierst ja mal komplett in die falsche Richtung. Aha. Geh mal hin. Ich muss mir also irgendwie so positionieren, genau, dass du das Ding stabilisierst. Dann muss man dich irgendwie dazu bringen. Von der Seite aus kann ich das nicht schieben. Ja. So ungefähr. Macht das Sinn? Ja. So, dann müssen wir hier wieder zurück, würde ich behaupten. Komme ich denn hier eigentlich raus? Aha. Okay. So, dann brauchen wir das Ding hier wieder stabil und dann muss ich irgendwie wieder hochkommen. Ich schätze mal, von diesen roten Blöcken hier darf ich mich nicht erwischen lassen.
vielleicht tun die mir auch nichts. Ja, man sieht halt nicht genau, ob die davor oder dahinter sind, ne? Das ist natürlich ein bisschen... Hey Bex, Layla's back. I can see her here. Blipping and bleeping on your monitor. Layla, hey. Bex is fiddling with the back end, trying to get a fix on you. No luck? No luck. But she did show me how to decrypt your data packets. I just click a button when you've grabbed the data bits. Mhm. Okay, bitte tu das. I got it. Be ready. Ah, das war also jenes. Ja, damit fehlt uns hier noch ein Rätsel und 3 Millionen Artefakte, ne? Guck mal, vielleicht können wir ihn hier bezahlen. Aber wo ist denn der Typ? Das hier sieht doch so aus, als wenn es da Unmengen von Artefakten geben würde. Hier so ein bisschen um den See rum. Ja. A fellow adventurer, need to know the lie of the land? Listen. Well worth a little silver, I assure you. Yes, all right. Right, let me show you something on your map. Ja, toll. Das hätte ich jetzt auch gleich gefunden. Ach, so ein Lappen. Genau deswegen bin ich doch hier. Das war so klar. Aber ich dachte, er rennt dann vielleicht weg irgendwie. Wenn ich hier zu lange bummle. What? Dark spirits torment this land. Echt? Schießen auch mal hier drauf, oder? Nee, nicht hier drauf. Bist du sicher, Albor? Dass hier dunkle Geister irgendwie am Werk sind? Ach, da hinten drauf. Vielleicht. Nee, aber guck mal, das ist hier abgesteckt. Das könnte also doch ein bisschen was Längeres werden, Jungs und Mädels. Ja, aber es muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht ist es unter Wasser diesmal. Das könnte sein. Also das könnte auch ein bisschen länger dauern. Das müssen wir dann leider beim nächsten Mal machen. Da werden wir dann auch den Schatz finden von Dingsbums. Von Oxenforger, glaube ich. Ja, nein. Ja, dass er uns das hier angezeigt hat. Frechheit. Na gut, wir können ihn ja dann beim nächsten Mal einfach nochmal fragen. Kann ich ihn jetzt gleich nochmal fragen? Das wäre was, das ich tatsächlich heute machen würde. Dann geben wir halt ein bisschen Geld aus. Ich glaube, er hat einen Cooldown, oder? That's all I have for now. Ja. Find me later. Uncool. Vielleicht nehme ich mir dann einen Speicherstand von vorher. Das Artefakt, da hätte ich ja sowieso gefunden irgendwie. Ist es eigentlich das böse Dings? Wo ist denn meine Legende?
Wie sagt man wahrscheinlich wieder nichts dazu? Doch, verfluchtes Zeichen, genau, das ist da oben drauf. Okay, alles klar. Also das hätten wir sowieso gefunden, aber uns fehlen halt dann trotzdem noch 3 Artefakte. Und da, ich würde dann einen Speicherstand von vorher nehmen, wahrscheinlich den direkt am Ende der Anomalie, und da steigen wir dann beim nächsten Mal wieder ein. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.